Lieben, heute machen wir einen Honig-Krokantkuchen und ich habe mir meine Springform mit dem Durchmesser von 18 cm wieder vorbereitet. Und jetzt kümmern wir uns erstmal um den Krokant. Dafür brauchen wir einmal 25 Gramm Butter, 25 Gramm Honig, 1,5 Esslöffel braunen Zucker, das habe ich alles hier schon zusammen drin. Dann 1,5 Esslöffel Sahne zum Ablöschen und 50 Gramm Haselnusskrokant. Und genau, da gehen wir jetzt erstmal zum Herd und bereiten das zu. Und zwar geben wir jetzt den Zucker, Butter und Honig in unseren Topf und lassen das erstmal schmelzen. So, jetzt können wir weitermachen und zwar ab dem Zeitpunkt, wo sich alles, wo alles geschmolzen war, habe ich es jetzt noch ungefähr so 6-7 Minuten, also den Zucker richtig sich auflösen lassen. Jetzt geben wir, wie gesagt, so 1,5 Esslöffel Sahne hinzu. Und dann kommt auch schon unser Krokant hinein. Jetzt werde ich den Krokant einfach umfüllen, dass er abkühlen kann und dann kümmern wir uns um den Teig. Jetzt geht es weiter mit unserem Teig. Dafür brauchen wir 100 Gramm Mehl, 1,5 Teelöffel Backpulver, ein Ei, ein Päckchen Vanillezucker, 25 Gramm Haselnusskrokant, aber jetzt nicht das, was wir zubereitet haben, sondern ganz einfach so, wie es ist aus der Packung. 25 Gramm braunen Zucker, 25 Gramm Butter, 75 Gramm normalen Joghurt, dann eine Prise Salz und 25 Gramm Honig. Und das rühren wir jetzt zusammen. Ach, und übrigens, den Ofen habe ich jetzt auch schon mal auf 175 Grad Ober- und Unterhitze eingestellt zum Vorheizen. Dann legen wir mal los. Das Ei habe ich hier jetzt schon reingegeben in meinen Messbehälter. Dann gebe ich Vanille dazu. Dann geben wir den Honig dazu. Dann geht es weiter mit der Butter und dem Joghurt. Die Prise Salz können wir auch noch dazu geben. Und das tun wir jetzt erstmal verrühren. Dann gebe ich den Braunzucker und den Krokant mit dazu. Verrühre das noch mal kurz. Und jetzt gebe ich Backpulver. Ach, ihr wisst ja, ich mache wieder ein bisschen mehr, wie angegeben. Und Mehl dazu. Und das verrühren wir noch mal. Und dann können wir den Teig auch schon in die Form geben. So, jetzt habe ich das Ganze noch mal glatt gestrichen. Also das ist ein sehr flacher Kuchen. Also das, ihr könnt auch die doppelte Teigmenge sonst nehmen. Und jetzt verteilen wir einfach unser Krokant hier oben drauf. Und so geht der ganze Spaß jetzt ab in den Ofen. So, da sind wir auch schon wieder fertig. Und zwar bei mir war der Kuchen jetzt 45 Minuten im Ofen. Und viel mehr kann man eigentlich auch gar nicht dazu sagen. Also hier oben, das ist schön crunchy. Und so ist es von der Mitte. Das tut natürlich wieder nicht fokussieren. Aber mehr gibt es auch nicht zu sagen, außer macht's nach, lasst es euch schmecken und ich hoffe, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Tschüss!